Das Sportzentrum Haarwasen war das Ziel der SG Barockstadt am 9. Spieltag der Regionalliga Südwest. Mit dem TSV Steinbach-Haiger traf man auf einen Gastgeber, der bislang enttäuschte, als einer der Favoriten gestartet und gerade zu Hause bekommt man kein Bein auf die Erde. Aus den ersten 4 Heimspielen gab es nur einen Sieg für die Mannen von Pascal Bieler. Die Barockstadt mit Moritz Reinhardt, Leon Petteux und Nico Rinderknecht in der Startelf stand hinten richtig gut, ließ kaum etwas zu und kam dann in der 32. Minute zur ersten dicken Möglichkeit in diesem Spiel. Der Ball abgefangen im Mittelfeld, dann geht es schnell und Moritz Reinhardt bedient hier Marius Köhl. Sein Ball landet aber nur an der Latte. Die dicke Möglichkeit zur Führung hier für die SG Barockstadt, die im Vorjahr hier in Steinbach-Haiger mit einem ordentlichen 1:1 die Heimreise antreten konnte. Eigentlich wäre ein Remis zur Halbzeit absolut verdient gewesen, aber in der Nachspielzeit kam der Schreckmoment. Die Flanke zunächst noch abgewehrt und dann kommt der Ball aus der zweiten Reihe. Mick Kudra hat den Mut, zieht ab, der Ball setzt tückisch auf dem nassen Platz und Samuel Zapico ist geschlagen. Ja, statt unentschieden eine eher glückliche Führung für den TSV Steinbach-Haiger mit der allerletzten Aktion der ersten Halbzeit, denn direkt nach diesem Tor war Pause, es wurde überhaupt nicht mehr angepfiffen und so lag die Barockstadt hinten. Jetzt war natürlich Mut und Wille wieder gefragt, Leidenschaft und den sollte die Barockstadt eindrucksvoll an den Tag legen. Die Mannschaft war null geschockt von diesem Gegentreffer und startete die Offensive. 56. Minute. Moritz Dittmann und Gal Kropelnik kommen ins Spiel für Moritz Reinhardt und Leon Petteux. Und nur eine Minute später dieser Eckball von Leon Pomnitz. Das ist ja die bekannte Waffe, denn da ist Eric Ganimé und es steht 1:1. Der Ausgleich für die Mannschaft von Sedat Gören. 57. Minute. Ja, eine Minute, anderthalb Minuten waren die beiden Einwechsler Gobrelnik und Dittmann gerade erst auf dem Feld. Die nächste Situation in der 62. Minute. Dieser Ball hier, klasse gehalten von Samuel Zapico gegen Serkan Firat. Ja, und da verhindert er den neuerlichen Rückstand. Eine ganz wichtige Szene in dieser Partie, denn hier hätte Steinbach durchaus in Führung gehen können. Und so lief das Spiel bombastisch für die SG Barockstadt. Wir befinden uns Mitte der zweiten Halbzeit. Die Steinbacher verlieren hier den Ball, gutes Pressing, Nico Rinderknecht spielt hier den Ball, geht in die gefährliche Szene und dann kommt Moritz Dittmann, ja 10 Minuten am Platz und der Junge aus Schweina macht sein nächstes Tor in der Regionalliga. Es steht 2:1 für die SG Barockstadt, Spiel gedreht. Die 86. Minute, Steinbach wollte natürlich jetzt den Ausgleich, ganz klar. Und die Barockstadt wusste, hier ist was drin. Wenn man hier gewinnt, kann man ganz weit nach oben springen in der Tabelle. Dann kommt der Ballverlust. Gleich ist er da. Und dann kommt der Ball von Nico Rinderknecht in den Lauf von Moritz Dittmann. Der umkurvt noch Torwart Lennart Schulze, Kölzum. Und es steht 1:3. Unglaublich, die Barockstadt gewinnt auch an den Haarwasen. Das 3:1 für die SG Barockstadt. So kurz vor Ende, das war natürlich die Entscheidung. Und es gab noch eine Szene für Steinbach-Haiger, ganz kurz vor Schluss und nochmal eine tolle Parade von Samuel Zapico hier gegen Christoph Meyer. Ja, die SG Barockstadt fährt nach Hause als Tabellenzweiter der Regionalliga Südwest. Wahnsinn, klasse Jungs, ihr spielt eine tolle Saison. Und jetzt am nächsten Samstag kommt es zum Highlight. Dann gastieren die Stuttgarter Kickers in der Johannisau. Und dann wird die Bude bestimmt voll sein.